Atme raus über den Kopf zusammen ein. In der Mitte aus. Dreifaches Mantra um. Ein. Verbeugung nach vorne. Langsam zurück. Mehr Vorbereitung mit der Kapalabhati Kriya. Impulsartig oberer Bauchbereich. So, mehr auf das Ausatmen gehen. Und dann 20, 30 Mal. Ein, aus, Schultern auseinander und locker. Und dann geht's vor und zurück, Nacken- und Halsbereich. Einatmen hoch, nach links und nach rechts. Hier den Kopf und Hals verlängern, also mit dem Kopf rausstrecken, schräg nach oben. Mitte, Blick nach rechts und Blick nach links abwechseln. Und zurück und im Kreis ein oder zweimal in eine Richtung und ein oder zweimal in andere Richtung. Und wieder gerade. Arme raus. Hier was Leichtes, nur rauf und runter. Arme nach vorne, Daumen runter, über Kreuz, Finger ineinander. Von innen heraus vor, zurück, von innen heraus vor, zurück, einmal noch, zurück, Wechsel, auch hier vor und zurück. Also wie gesagt, Daumen schauen nach unten über Kreuz, Finger ineinander, raus und ausgestreckt. Hoch. Daumen nach vorne. Bauch einziehen, Schultern an die Ohren. Schultern runter, Daumen zurück. Arme zurück. Als ob man hier so einen riesen Ball hat und diesen Ball nach hinten zurücklangen. Hoch, einatmen. Runter, ausatmen. Und dann geht's auf. Aufrechte Position. Locker. Wir machen hier weiter mit dem Oberkörper. Stehen, hüftbreit, schulterbreit, ganz locker. Hoch, ein. Hände greifen, so die rechte Hand greift die linke am Handgelenk. Arme ausgestreckt nach oben, Beuge nach rechts. Die untere Hand hält die obere. Ein, hoch, umgreifen, nach links. Ein, hoch parallel, runter, so die Hände auf die Taille drauf. Wenn es hier so am Rücken schwierig ist, links, rechts, seitlich. Drauf, nach hinten, Kopf zurück, Ellbogen zur Mitte zusammen. Noch mehr tiefere Durchbeugung. Ein, zurück, aus 90 Grad, links, rechts drauf drücken. Um den Rücken auszugleichen, um die untere Wirbelsäule zu verlängern. Weiter, nach vorne ausstrecken, schräg.
nach vorne, Arme etwas höher, also nicht so runter zum Boden, sondern weiter vor. Knie und die Rückseite der Beine sind durchgestreckt. Stärke einmal nach vorne, den Bauch runterdrücken, ausatmen. Ein zusammen, Füße zusammen, hoch, Arme so raus im Kreis, über dem Kopf zusammen, hier so ineinander und auf den Fußspitzen balancieren, fest hochstrecken, ausatmen. Dann ein, aus, ein, aus, noch höher auf den Fußspitzen, ein, aus, im Kreis runter. Also diese Bewegungen, alles das ordnet und glättet so ein bisschen die Aura, unser Energiefeld. Dazu bauen wir das auch ein, unter anderem. Linkes Knie, von hier gleich in den Baum, in die Vrikshasana, hier mit der Hand unterstützen, Innenseite draufgestellt, Hände vorne am Brustkorb. Zuerst am Brustkorb, um ein bisschen so das Gleichgewicht zu finden, sich zu beruhigen. Wenn es dann gut ist, dann Hände über dem Kopf. Die Atmung noch ruhiger und noch entspannter. Ein höher. Aus, ab. Trifft hier den Fuß. Wenn es geht, wenn es nicht geht, dann anders greifen. Aber wir greifen den Fuß hier vorne an, am Spann, drehen das Knie rein. Der Fuß wird dann hinten so gehalten. Beide Knie zusammen. Ferse näher ran zum Körper und den Oberkörper auch aufrichten und gerade halten erstmal. Aus, Beuge vor, Fuß hinten rauf maximal. Natarajasana, der Tänzer oder König der Tänzer. Rechter Arm vor. Hier wieder Stand auf einem Bein zur Stabilisierung, zur Gleichgewichtsfindung, zur Beruhigung auch im Kopf. Wenn man den Körper so aufstellt auf einem Bein, der Kopf wird automatisch ruhig. Weil der Körper sich auf das Gleichgewicht konzentrieren muss. Zurück, einatmen, Fuß absetzen. Sehr schön. Schulterbreit stehen, ausatmen, Arme locker und entspannt, einatmen hoch. Wieder greifen, rechts die linke Hand am Handgelenk. Beuge nach rechts. Hoch, umgreifen, Beuge nach links. Ein, hoch, aus, runter, Beuge zurück, Brustkorb vor, Schulterblätter zusammen, Ellbogen maximal zurück, aus, ein, 90 Grad, hier die Hände umgesetzt, abwechselnd die Schultern runter. Weiter. Runter. Füße jetzt näher zusammen, also dass man bequem hüftbreit steht. Ungefähr hier. Ellbogen ineinander, runterhängen, entspannen. Entspanne die Schultern. Nackenbereich, Ellbogen, entspanne den Oberkörper, Rückenbereich. Man kann auch so ein bisschen wackeln mit dem Kopf, mit den Ellbogen, mit den Schultern. Vielleicht vor, zurück gehen auch, also mit dem Gewicht. Mehr nach vorne lehnen, zurücklehnen. Und dann die Uttana Asana, Füße gänzlich zusammen, Knie anwinkeln.
Hier ist es einfacher. Also das wird für manche vielleicht schwer sein, mit ausgestreckten Beinen runterzukommen. Deshalb Knie weich, Oberkörper ab, hier umgreifen, Beine durchstrecken, dafür der Kopf dann noch tiefer. Nase, Stirn an die Schienbeine. Halten, dehnen und atmen. Ein, aus, tiefer. Ein, Beine ausstrecken, Rückseite vor allem. Aus, Nase, Stirn, an die Schienbeine. Ein, hoch zuerst der Kopf, dann der Oberkörper, dann die Schultern ganz hoch und zurück und die Schultern runter. Nochmal ein Kreis. Runter, seitlich hoch, ein. Seitlich über die Seiten, zwei Kreise. Ineinander, aus. Ein. Aus. Kurz runterziehen, also hier mit den Händen. Runterziehen, um die Schultern zu ordnen, in die richtige Position zu schieben. Schultern lockern und die Arme. Rechts hoch. Rechte Seite. Fuß, innen am Oberschenkel, Knie offen, Hände am Brustkorb. Wenn man das richtig macht, sollte man hier so eine leichte Dehnung schon spüren im Oberschenkelbereich. Okay? Öffnen, auch die Hüfte, okay? Das Becken dann maximal, hier, minimal drehen oder gar nicht drehen. Knie, hier die Bewegung, das ist übertrieben gezeigt, also hier das Knie zurück rausschieben, ohne dass das Becken sich mitdreht. Dann von hier zweite Position aufrecht und mehr Ruhe reinbringen wieder. Stärker hoch. Noch mehr verlängert. Knie bleibt seitlich. Oder wird sogar zurückgedrückt, so leicht. Ein. Aus. Wer das schafft, wieder die rechte Hand, die geht jetzt nach hinten. Dort den Fuß greifen am Schienbein. Knie zusammen, Oberkörper ist gerade. Beuge nach vorne. Hinten der Fuß hoch und so, dass man kompakt ist. Das Knie, ich zeige es jetzt so, das Knie sollte jetzt nicht allzu sehr so nach außen schauen. Auch hier das übertrieben, eher nach hinten. Okay, deshalb die Knie am Anfang zusammen, dann zurück auf eine gerade Linie und hoch. Okay, Arm nach vorne. Paar Sekunden. Zurück. Abgesetzt. Kurz lockern. Bein ausschütteln. Links ist in der Mitte, rechts davor. Und Knie hier wieder öffnen. Ähnlich wie beim Baum, dieses Drehen hier des Hüftgelenks. Dieses Drehen zurück. Die Ferse, die schaut jetzt auch so zur Seite, nicht nach hinten. So schauen die Ferse nach hinten. So schaut die Ferse im 90-Grad-Winkel zur Seite. Aus, Arme nach unten, ein hoch. Und zuerst die Bewegung nach links. Rechtes Bein vorne, Bewegung nach links. Einatmen, hier kurz hochstrecken mit beiden Armen. Wechsel. Linke Ferse vorne und diese zeigt zur Seite. Bewegung nach rechts. Hier den Oberkörper so richtig aus dem Becken, aus dem unteren Bereich den Oberkörper herausziehen. Gleichzeitig in die Beuge. So, dass die linke Seite hier schön geöffnet wird, die Muskeln schön auf Zug sind.
Ein. Oben, wieder kurz hochstrecken, um auszugleichen. Füße wieder parallel. Arme runter, Taille. Beuge zurück. Dieses Mal abwechselnd. Zuerst ein Arm oben. Dann anderer Arm oben. Auch leicht zurück. Vor. Gegenposition hier, um auszugleichen. Fest drauf drücken. Und unten diesen Bereich zu strecken. Ab nach vorne ziehen. So schräg nach vorne runter zum Boden. Und Arme zusammen. Locker. Knie angewinkelt. Durchatmen, entspannen. Nach vorne kippen, mehr entspannen. Öffnen, Füße zusammen, Knie anwinkeln, hier, packen, Knöchel, Fersen strecken, ausatmen, zusammenklappen. Machen wir Folgendes heute. Hände so auf dem Boden, unter die Füße. Wenn es schwierig ist, Knie anwinkeln und dann unter die Füße setzen. Wenn es geht, mit einigermaßen ausgestreckten Beinen. Und dann mit der Hilfe der Arme kann man sich stärker noch nach unten ziehen. Intensiver dehnen. Noch ein bisschen mehr oder tiefer. Beine strecken, Beinrückseite. Kopf nach oben, Hände am Boden. Hocke. Ellbogen hier drauf auf die Ellbogen, Hände zusammen, nach oben ausstrecken. Also der Bauch geht leicht nach vorne, die Knie zusammen, Bauch leicht nach vorne. Und richtig rauskommen, sich von den Knien wegdrücken, um höher zu kommen. Und der Kopf zieht rauf, als würde man hier noch mehr wachsen. Und feste Arbeit in den Schultern, fester Druck von oben mit den Armen auf die Knie. Okay, dann die Girlande, mal lassen die Füße gehen ein bisschen mehr auseinander. Zieh die Ellbogen nach innen und mit den Ellbogen jetzt die Knie auseinander oder sogar zurückdrücken. Ja, diese Form. Öffnet die Hüftgelenke. Intensive Arbeit mit dem Beckenbereich. Und Kopf wieder nach vorne. Brustkorb vor, Kopf nach vorne. Die Ellbogenarbeit schiebe, wie gesagt, nach außen oder sogar zurück. Das ist eine Vorbereitung für viele andere schwierigere Asanas. Aber wir machen heute jetzt hier nur die Vorbereitung. Wenn man jetzt quasi einen Schritt weitergehen würde in eine schwierigere Asana, würde der Effekt noch verstärkt sein. Von hier aus der energetische Effekt, hier ist er aber auch, der beginnt schon hier, aber in einer bisschen so gemilderten Form. Okay, gut, raus, Arme vor, von hier, aus dieser Hocke, Arme vor, Füße zurück, Flanke. Atmen. Ein. Aus, tiefe Flanke. Das heißt, man berührt den Boden nicht, die Knie in der Luft, Brustkorb in der Luft. Ein, vor. Über die Fußspitzen rollen, die Knie wieder lösen vom Boden herab, heraufschauender Hund, nach oben rauskommen. Ein, über die Fußspitzen zurückrollen, aus, herabschauender Hund. Hier die Beine so ein bisschen vertreten und dann Fersen mehr nach außen, mindestens schulterbreit, die Füße auseinander.
Fersen nach außen. Brustkorb tief, die Schultern tief. Die Finger schauen nach vorne und zwar ist die Hand so geöffnet. Die Finger stehen nicht zusammen. Weit auf, maximal große Fläche. Die mittleren Finger schauen wie Pfeile nach vorne. Aus, noch tiefer. Kopf hoch, nur der Kopf. Wieder neutral. Rechter Fuß zur Mitte, linkes Bein hoch, einatmen. Maximal rauf. Linkes Bein nach vorn ausatmen. Sprinter. Hier maximal langer Stand, viel hier Abstand. Großer Ausfallschritt. Vorne 90 Grad Winkel oder sogar mehr offen. Keine solche Form, nicht das Knie zusammenquetschen, okay? Eher dann weiter oben bleiben. Durchatmen. Hoch. Drehung von euch nach rechts zur rechten Seite. Füße und Knie schauen auseinander. Hier links, rechts. So, dass die Hüften auch hier wiederum offen sind. Also nach hinten geöffnet sind. Becken ist auch fast so tief wie die Knie. Also das ist, hier ist Becken höher als die Knie. Da ist Becken auf der Linie. Gut, hier abwechselnd die Schultern vor. Und zwar so, dass der Kopf nur gedreht wird um die eigene Achse. Es ist so kein Bewegen hin und her. Das ist so oft ein Fehler, dass man so rübergeht, links, rechts, nur um die Wirbelsäule herumdrehen. Nur die eine Schulter und dann andere Schulter genau ins Zentrum ab. Und entsprechend, wenn die Schulter unten ist, mit dieser Hand das Knie zurückschieben. Raus. Andere Seite, wenn die Schulter unten ist, mit der Hand das Knie zurückschieben. Und jetzt machen wir das so, dass der Kopf sich auch mitdreht. Blick nach hinten. Blick nach hinten. Knie zurückschieben. Runter. Blick nach hinten. Runter. Blick nach hinten. Hoch. Gerade wieder. Arme über dem Kopf zusammen. Knie und Füße schauen weiterhin nach links, rechts. Höher. Raus. Auf und ab. Im Kreis, im Kreis, wieder geschlossen. Hoch, Füße parallel zueinander, die waren rausgedreht, jetzt parallel zueinander, zeigen nach vorne. Aus, Schulter hoch, beide Arme, wie zwei Speerspitzen nach links, rechts, hier ein. Aus, 90 Grad. Und die Hände bleiben auch ungefähr auf Schulterhöhe. Müssen nicht hoch, müssen aber auch nicht zurück. Okay? Auf Schulterlinie und auf Schulterhöhe. Beine durchgestreckt, Knie durchgestreckt. Einatmen, am Brustkorb zusammen. Ausatmen, die rechte Hand geht hier vor und die linke nach oben. Beide Knie zurückdrücken.
Ein. Aus. Links nach unten. Und einatmen rechts hoch. Blick hoch zur Hand. Atmung. Ein stärker. Aus. Ab. Ein. Aus. Weiter runter. Die Hände rutschen jetzt auf die Linie, die entstehen würde, wenn man Fuß mit Fuß verbindet. Hier drauf. Noch tiefer ab. Noch stärker. Noch stärker. Noch stärker. Kopf hoch, ein. Hände wieder kurz vor, um besser abzustützen. Und links, rechts, jetzt der Wechsel hier. Möglichst tief das Becken von einer auf die andere Seite. Also möglichst wenig aufstehen hier. Okay, das ist hoch. Und das ist möglichst tief das Becken rüberbringen. Wichtig ist, den Fuß hoch zu drehen. Eine Seite, dann andere Seite. So eine halbe Hocke hier wieder. Und wieder das Öffnen der Hüftgelenke. Hier unterstütze ich, ihr könnt es machen, müsst es nicht unbedingt machen, das Öffnen der Knie mit den Armen nochmal, mit dem Ellbogen hier zurückschieben. Oder hier Knie zurückschieben, hier diese Bewegung. Okay, nach rechts wechseln, wir waren Blickrichtung hier rüber, links ausgestreckt, linke Seite, das ist als erstes hier dran, dann mit rechts, der Ellbogen schiebt das Knie zurück und die linke Hand ist oberhalb vom Knie. Das ist Position 1. Wir machen jetzt auch noch Position 2, wer die machen möchte, wer sich das zutraut oder wer flexibel ist. Hier das Knie höher zur Schulter, hier der Arm hinten raus. Und der andere, so dass man die Hände hinter dem Rücken so verschließt. Wenn das nicht klappt, einfach die vorherige Position, wo die Hand hier ist und der Ellbogen schiebt das Knie an. Und atmen. Alle Muskeln entspannen, außer die Arme. Die Arme arbeiten weiter. Noch mehr verlängern. Hier geht der Oberkörper zurück vom ausgestreckten Bein weg. Und dann setzen wir uns langsam hin. Schließen die Hüfte, schließen den Fuß. Und setzen das Becken auch gleichmäßig auf. Also beide Sitzhöcker, links, rechts, sind gleichmäßig belastet. Bein ausgestreckt. Anderes Bein, das rechte ist hier dran. Nach oben hoch ausstrecken, Schultern öffnen. Brustkorb öffnen. Tiefes Atmen. Noch stärker drauf. Und den Fuß nach außen bringen. Hier bleibt der Oberkörper gleich, der Sitz bleibt gleich, nur
rechts nach links rüber gesetzt. Knie immer noch spitz nach oben. Linke Hand drauf. Eine Linie. Links die Rippen ausstrecken. Rechts zurück. Linke Ellbogen hier außen am Knie. Drehsitz. Schultern möglichst eine Linie. Und da kann man auch gut sehen, nicht so nach hinten zurückfallen. Okay, das ist viel zu viel Krümmung und Wölbungen im Rücken in der Wirbelsäule. Aufrichten, okay, das ist schon eher richtig, okay. Bauch nach vorne aufrichten, also nicht so zusammensacken. Aufrichten, Brustkorb vor, Bauch vor und dann in die Drehung, in die Endposition. Noch mehr Drehung. Aus. Ein. Zurück. Hier. Innenseite. Ausatmen. Ein. Beide Arme nach oben. Aus. Nach vorne parallel. Und tief ab. Noch tiefer ab. Entspannen. Dehnung komplett von der Rückseite des Beines. Noch mehr ab. Ein, hoch. Oben aus. Fuß heran, ein. Den linken, das ist jetzt der linke. Drehung nach rechts. Nochmal aus. Knie ran. Wieder Drehsitz, das ist nur eine etwas andere Variante. Davor war das Bein ausgestreckt. Und wenn das so nicht hinhaut, dann rechts ausstrecken. Wir waren jetzt mit links ausgestreckt, jetzt eventuell rechts oder hier so angewinkelt. Wieder beide Sitzhöcker, so gerade Form, ohne irgendwie zu neigen oder in die Schieflage zu geraten. Ausgleichen erstmal. Knie nochmal hoch zu sich heran. Dieses Mal anderer Griff mit Ellbogen. Knie heranziehen zum Bauch, Drehung nach links, Kopf schaut nach hinten. Bauch atmen. Und wir massieren so die inneren Organe mit dieser Bauch. Drehen intensiver. Ein zurück und offen. Nach vorn abgestützt, stehen halb auf. Machen einen offenen Winkel. Samakon Asana. Und gehen weiter so ein bisschen Richtung Spagat, so weit wie man kommt. Wenn es nicht geht, dann oben bleiben in der Dreiecksform. Wenn es geht, Richtung Spagat arbeiten. Spagat durchatmen, entspannen, loslassen.
Noch mehr loslassen. Da kann man auch 15, 20 Minuten stehen, wenn man Zeit hat und diese eigene Überwindung schafft. Noch ein bisschen. Langsam hoch und vorsichtig. Knie anwinkeln, Hocke hingesetzt, Füße zusammen, heran und Schmetterling. Warum wir so viel mit den Hüften arbeiten? Wenn man dann soweit ist, länger zu meditieren, länger zu sitzen. Auf dem Boden, versteht sich. Sitrasana zum Beispiel, die Form gerade, das ist intensiver als Schneidersitz. Schneidersitz ist praktisch so die Form für den Anfang. Sitrasana, Fersen zeigen hier so schon nach oben, Knie sind auf dem Boden, Oberkörper gerade. Das ist die ideale oder perfekte Form, wenn man es wortwörtlich übersetzt. Und die hilft gegen 1000 Krankheiten. Das sagen die alten Yogaschriften. Dann, natürlich schwieriger, Padmasana, da muss man viel mehr und länger üben. Ich erkläre das heute nur mal so ein bisschen, okay? Damit ihr den Sinn dahinter versteht, da heißt es von ihr, sie heilt 1000 Krankheiten in der Vergangenheit und auch in der Zukunft, die dann kommen könnten. Und wie man das verstehen soll, jede Krankheit beginnt im Kopf. Und diese Asanas machen Ordnung oder bringen Ordnung in den Kopf hinein. Und so können die Krankheiten nicht entstehen. Okay? Genau. So, wir waren hier Baddha Konasana. Wieder kurz auflockern. Füße öffnen wie ein Buch. Links drauf drücken, Drehung nach rechts. Das ist wiederum mehr der Druck auf das Knie, um die Hüfte hier zu öffnen. Aber auch diese Drehungen für die Wirbelsäule sind sehr gesund. Je beweglicher die Wirbelsäule hier, desto gesünder ist man im Allgemeinen von den inneren Organen her, aber auch der Kopf. Weil wie gesagt, die Bewegung im Kopf, das hängt alles zusammen. Je beweglicher der Körper, desto beweglicher ist auch der Geist und offener ist auch der Geist. Rechts hier drauf, nach links die Drehung, also vom Knie weg. Zusammen, Beuge vor. Wer von euch noch so sitzt, mit den Ellbogen die Beuge unterstützen, also die, mit den Ellbogen fest draufdrücken, hier entspannen, weil wenn hier angespannt ist, das zieht dann wieder hoch, das arbeitet dagegen. Deshalb entspannen und man muss gar nicht zu stark drücken. Entspannen und geringer Druck ist schon ausreichend. Mit der Beuge nach vorne, so weit wie es geht. Tief durchatmen. Ein hoch, Knie zusammen. Hier, um alles ins Gleichgewicht zu bringen, vor allem den Geist, Griff, große Zehen, so drei Finger immer, große Zehen und dann nach vorne ausstrecken. Bauch, Brust, Korb vor. Heran, ab, über Kreuz, vor, Katze. Nach hinten,
nach vorne. Etwas ganz Einfaches, um sich einfach hier so ein bisschen locker zu machen. Obwohl, wie eigentlich locker sein sollte. Zurück. Hier die Form. Das ist die klassische Katze. Da steht man gerade. Hier auf die Fingerspitze. Leicht zurück. Katzenbugel. So ganz wenig schräg nach hinten. Und fest rein, Kinn in den Brustkorb, Bauch reinziehen, Bauchnabel zur Wirbelsäule. Kopf stärker reinziehen und drücken ganz rund. Ausatmen. Einatmen hoch, Arme leicht vor, Becken rauf, Planke. Eigentlich müsste ich jetzt so stehen, weil wir jetzt mit rechts nach vorn arbeiten. Aus der Planke, tiefe Planke, zurück, vor, raus, über die Fußspitze, hochdrücken, die Knie lösen. Ein noch höher, aus, zurück. Fersen, hier, runterdrücken. Wenn es geht, am Boden runterbringen. Fußspitze nach innen, Beinrückseite, hier nur so eine kleine Nuance mehr, dass die flach und gerade sind, Schultern ab. Blick vor, Fingerspitzen. Blick zurück, Kinn am Brustkorb. Und neutral, Kopf zwischen den Oberarmen. Finger weit auseinander, wie so zwei Saugnäpfe die Hand. Rechts, links Mitte, dieses Mal links in der Mitte, rechte Seite hoch wie eine Schere, hier rauf, Knie zum Bauch, nach vorne Sprinter mit der rechten Seite voran. Gut durchdehnen, komplett die Beinmuskulatur. Ich erinnere euch an dieses Knie vorne, das ist offen, kein spitzer Winkel. Rauf, nach links gedreht, Füße nach außen, Knie nach außen. Und wir beginnen hier einfach mal links, rechts. Becken möglichst tief. Abwechseln die Schultern, hier wieder mit dem Druck auf das Knie. Obwohl hier auch die Hüfte mitarbeitet, was das Thema so unserer heutigen Stunde ist, ist es hier mehr im Rücken die Arbeit. Okay? Mehr im Rücken die Arbeit und der Ausgleich. Ein Hoch. Über dem Kopf zusammen, die Stupa. Wichtig ist, dass der Bauch hier nicht nach vorne rausfällt, okay? Beckenboden vor, Bauch flach, Bauch flach, Brustkorb flach und die Arme sind auf derselben Linie. Noch ein bisschen tiefer und die Arme dafür höher. Von hier seitlich auf, ab, im Kreis eine Richtung, im Kreis andere Richtung, zusammen, hoch, parallel, aus, eine Linie. Die Serie schaut jetzt wieder genauso aus, beziehungsweise wird wiederholt mit dem anderen Fuß oder Bein voran, vor. Denkt, dass die Hände nicht zurückgehen und nicht allzu sehr nach oben mit den Schultern. Eine Linie, eine Höhe, Arme auseinanderziehen, als ob euch jemand streckt. Beine durchstrecken, Kniekehlen durchstrecken. Ein zusammen Brustkorb. Aus, links in der Mitte, ab rechts nach oben. So, dass die Arme eine Linie sind. Blick zur Hand. Ein, aus,
Ein, andere Seite, Blick zur Hand. Mehr strecken, ein, aus, ein, Hände wandern auf die Linie mit den Füßen, Kopf hier Richtung Boden. Wenn man leicht den Boden erreicht, heißt es, man steht zu weit auseinander. Füße zusammen in dem Fall, wieder runter, so dass der Kopf hier frei ist. Und dann hier zusätzlich der Griff, links, rechts, die Knöchel oder die Waden zumindest. Und dann zieht man den Kopf tiefer runter noch oder Oberkörper Richtung Beine. Noch mehr. Noch mehr. Kopf hoch ein, Hände in der Mitte aus. Füße wieder offen, nach links, nach rechts. Hier noch viel Dynamik. Das Becken möglichst tief und Knie zurückschieben. Blick nach vorne. Jetzt ist rechts ausgestreckt. Rechte Seite hier die Hand am Oberschenkel. Da ist die Kniescheibe. Am Oberschenkel nicht auf die Kniescheibe drücken. In keinen Übungen. Position 1, Hand am Boden. Schiebt das Knie zurück. Position 2. Hände um das Knie herum, Blick auch wieder nach oben. Noch ein paar Sekunden. Öffnen, erlösen, hingesetzt, Fuß ran. Näher ran, Blick nach vorne hier aufrichten. Durchatmen. Aufgerichtet, der Oberkörper maximal gerade und senkrecht. Noch näher ran. Lösen. Vor. Wechsel. Wieder rangezogen. Rechts öffnen, rechts die Rippen öffnen, einatmen. Aus, außen und die andere Hand hinten. Außen der Ellbogen. Drehung, mehr aufrichten, also nicht zurückfallen. Mehr aufrichten, senkrecht und gerade, Bauch vor und dann die Rotation. Mehr. Ein zurück. Fuß raus, rein.
Nach oben, beide Arme parallel. Aus vor. Ein Bauch vor. Aus, nochmal tief. Entspannen. Ein hoch. Aus, heran. Drehung. Den Fuß am Knie vorbei nach außen. Das ist normal, dass hier die Seite Becken erstmal hoch geht. Wenn der Fuß hier abgesetzt ist, Becken so begradigen, horizontal setzen. Rechtes Knie näher ran zum Körper. Links kann man den Fuß auch hier ein bisschen korrigieren, ganz kompakt werden. Ellbogen. Diagonal übergreifend, linker Ellbogen, rechtes Knie. Rechte Hand ist hinten, die unterstützt die Rotation. Blick nach hinten. Drehung nach rechts und tiefe Bauchatmung. Noch mehr. Gleichzeitig nach oben rauswachsen. Aus. Ein, zurück. Ein Fuß befreien. Zweiten Fuß. Nach vorne rübergehen. Offener Winkel. Bis kurz vor das Maximum, nicht ans Maximum ran und durch das Maximum durch. Nur wie es geht. Und wir stehen noch ein bisschen. Vielleicht gibt er noch 1-2 Millimeter. Ausatmen, einatmen, langsam zusammen und vorsichtig hinsetzen, locker, Beine kurz ausstrecken, lockern, Füße eine andere Richtung. Abklopfen. Ran. Beliebige Position. Und 2 Minuten einfach Stille.
Ausgezeichnet. Umkehrpositionen. Beine senkrecht nach oben, Ellbogen stützen ab, die Handflächen halten das Becken. Wer möchte, bleibt hier. Wer möchte, geht weiter in den Flug. Über den Kopf die Beine und dann ab. Füße am Boden. Links, rechts. Knie. Links, rechts, Kopf. Beine ausstrecken. Fisch, Matsyasana, Brustkorb hoch, Kopf leicht zurück, einatmen, mit den Ellbogen wegdrücken, ausatmen, wieder ab. Shavasana. Kurz vorbereitet erstmal vielleicht Decke oder Socken, Pullover, dass es warm ist und gemütlich. Arme, Beine 45 Grad. Okay. Bewege und entspanne den rechten Fuß. Den linken Fuß. Entspanne die rechte Wade, die linke Wade. Knie.
Von rechten Oberschenkel, linken Oberschenkel. Hüften, Hüftgelenk. Becken, die Taille und der Rücken. Mitte Rücken, oben Rücken. Rechte Hand, linke Hand. Handgelenke. Entspanne die Unterarme. Ellbogen. Oberarme und Schultern, Schulterblattbereich, spanne die Schlüsselbeine, Nacken und Hals, Kehlkopf, ein paar Grimassen. Spanne Zunge, Wangen, Nase, Augen, Stirn. Entspannendes Gesicht,
Wangen, Kiefermuskeln, Zunge, Nase. Stirn, Schläfen, Kopfrückseite. Brust, Korb, Bauch. Entspanne die inneren Organe. Entspanne den ganzen Körper gleichzeitig.
Und dann kommen wir langsam zurück, bewege die Hände, die Füße zusammen. Reibe ein bisschen Wahnsinn. Warme Handflächen auf die Augen drauf, massiere das Gesicht, die Ohren, Nacken. Einmal ausstrecken wir nach dem Aufwachen. Und dann die Knie zum Bauch. Kopf nach oben, links, rechts, vor, zurück. Zusammen. Entspannen. Okay. Und hoch. Zur Ausgangsposition zurück. Aus. Ein. Aus. In der Mitte zentriert. Dreifaches Mantra um. Ein. Zurück. Okay, gut, das war's für heute. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Danke für das Mitmachen und einen schönen Abend noch. Bis bald, auf Wiedersehen. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Tschüss.